Servus Leute, herzlich willkommen zurück beim letzten Part des Nahen Ostens. Wir kontrollieren aktuell 29 Provinzen von 35, das heißt, wir brauchen nur noch 6 Provinzen. Und Sennacherib, der letzte verbleibende KI-Gegner, hat nur noch eine Provinz übrig. Ja, und was wir jetzt in diesem Part machen, ist, ihn alles zu erobern, was noch fehlt. Und genau, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal ein paar Armeen aus. Und ich möchte euch noch zeigen, die letzten Einheiten, die Zukunftseinheiten. Von daher mache ich jetzt einfach mal einen Leerlaufzug. Und Sennacherib greift uns an. Er schickt uns einen Vorschlag. Was hat er denn vor? So, ich schiebe das jetzt mal rüber, dass ihr das sehen könnt. Ups. Webcam rüber. Okay. Irgendwie schiebt die Webcam gerade nicht rüber. Kleinen Moment, ich mache mal kurz Pause. Okay, ich kann mir das gerade nicht anschauen, was Sennacherib von uns will, aber ich vermute, dass er Frieden will in seiner Verzweiflung. Jetzt greift er uns hier mit einer Armee an. Und lässt dabei sein Heimatgebiet leer zurück. Oh Mann, das muss echt große Verzweiflung sein. Aber schauen wir mal, was er versucht. Das kann ja was werden. Wahrscheinlich wird das gleich vorbei sein. Ja, da haben wir gleich Zukunftseinheiten, mit denen wir uns dann rumschlagen. Okay, er müsste ja jetzt eigentlich mit einer Flotte landen. Ich könnte die Welt umrunden, wenn ich wollte. Diese kleine Ente hinterlässt ein paar üble Häufchen. Ich bin gespannt, was er vorhat, weil... Wie will er bitte schön landen? Auf jeder unserer Insel ist ein eingeborener Stamm, der mindestens genauso stark ist wie er. Je größer sie sind, desto schneller sinken sie. Er hat sich dieses Gebiet gekrallt. Okay. Wir tanzen auf dem Wasser. Ja gut, dann muss er sich um meine Eingeborenen jetzt kümmern. Viel Spaß. Naja, wir haben ja selber auch eine Armee. Ich kann das auch noch ihr könnt nicht beenden. Was ihr nicht seht. Wir verfolgen sie wie ein Stachelrochen. Je größer sie sind, desto schneller sinken sie. Ja, wir können ja hier eine Festung hinbauen. Sie knarzen und stöhnen. Flüstern. Mumtaz! Möge der Tod euch trösten. Hat er irgendeinen Propheten oder sowas? Nicht, dass wir wieder unsere Armee verlieren und der die dann gegen unsere eingeborenen Stämme benutzt. Ich kann die Angst riechen. Ich zermalme eure Knochen mit meinem Blei. Das ist echt frech. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Ich raspele eure Haut wie Ziegenkäse. Da gönnt man ihm eine Waffenruhe.
um ihm vielleicht noch eine kleine Chance zu geben. Und was macht er? Er macht so einen hirnlosen Angriff. Gegen eine unserer stärksten bewachten Provinzen. Ja, bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich baue trotzdem. Mumtaz! Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Ach Gott, nein, nicht schon wieder. Ey, das Spiel, ich habe das Spiel gerade frisch neu gestartet, ja? Ey, das Spiel ist sauer. Es mag nicht, wenn man diese Schlachten so schnell beendet. Ach, muss ich das jetzt nochmal machen? Ich habe jetzt nicht gespeichert, weil ich dachte, so früh stürzt das Spiel bestimmt nicht ab. Ich habe mich geirrt. Das Spiel ist frustriert, weil es ständig verliert. Und dann auch noch so schnell. Oh Mann. Nein, Westen spielen wir nicht. Eigentlich könnte man das auch automatisch klären. So, ganz einfach. Dann gehen wir in die Zukunft rein. Ja, die letzte Epoche im Spiel. Und ja, Chiner Kerib. Damit hättest du eigentlich rechnen müssen. So, dann noch die Eingeborenen. Oder wollen wir es in der Kelp zuerst platt machen? Oder machen wir alles parallel? Ich glaube, wir machen alles parallel. Ist ja egal. Wartet, eigentlich können die hier darüber gehen. So, ich kann jetzt eigentlich hier auch alles umschalten. Ich meine, Forschung braucht man nicht mehr. Alles auf Imperial oder Handel umschalten. Achso, die kann hier auch runter. Gut, das sind jetzt 4 von insgesamt 6, die wir noch brauchen. Dann fangen wir zuerst an mit der langweiligsten Schlacht. Die 2 hier. Und dann nutzen wir gleich diese Schlacht, um unsere Einheiten wieder auf Zukunftsstandard zu bringen. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Jetzt wird gefeiert, bis der Arzt kommt. Gut gemacht. Wir rattern zum Sieg. Ihre Mütter sollen die Beerdigung vorbereiten. Was? Okay, der hat den Bau jetzt wieder abgebrochen aus irgendeinem Grund. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Wir haben Hunger, aber wir sind stark, Herr Bruder. Piep, piep. Wir sind unbesiegbar.
stehe für all das Gute in unserer Sache. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Gut, hier haben wir auch noch ein paar. Nur ihr Tod wird unseren Wert beweisen. Gibt den Gerille, müssen wir schon wieder erforschen. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. So, was gibt's Neues? Es gibt nichts Neues. An Gebäuden zumindest. Lagerhaus, Bazar, Luftwaffenstützpunkt gibt's auch nichts Neues. Da gibt's den Raketensoldaten. Na, Fabrik haben wir ja schon. In der Fabrik gibt's Phasenpanzer. Ja. Und müssen Raketensoldaten. Okay, der hat nichts gefunden. Oh yeah! Dann schauen wir mal nach, was es hier gibt. Bessere Artillerie. Ne, das ist Luftabwehr. Luftabwehr brauchen wir nicht. Noch einen Dock bauen. Je größer sie sind, desto schneller sinken sie. Ich donnere und wüte wie ein Sturm. Sogar kleine Dinge können sehr gefährlich sein. Ja, hier gibt es noch mal ein Lager. Haus. Knarzen und stöhnen, wir flüstern. Ah, wir haben ja hier auch noch. Okay. Wie lautet die Mission? Sogar kleine Dinge können sehr gefährlich sein. Ja gut, dann nehmen wir die Sachen hier auch noch. Ja, da kann ich das Lagerhaus ja gleich hier hinbauen. Und hier gibt es auch noch ein Lager. Holen wir uns das auch noch. Ich schwinge eine mächtige Faust. Der Blitz ist unterwegs. Der Blitz ist unterwegs. Aber ansonsten sehe ich wenig Neues. Hier gibt es mobile Angriffsfahrzeuge. Ich glaube, die hatten wir vorher schon. Stahlkanonen. Wir sind im... Okay. Wir sind... Na, ich dachte, es wären hier die Upgrades. Aber es sind nicht die Upgrades. Wir sind hier in der fucking Zukunft und wir haben immer noch Kanonen. Nicht euer Ernst. Ich will ihnen den Tod bringen. Nicht einmal Cyborgs haben wir zum Bauen. Werkstatt. Werkstatt. Fabrik. Fabrik. Technische Panzer. Mörser. Nee, keine Cyborgs in der Zukunft. Sag mal, tut es nicht weh, ständig irgendwie zu verkacken, Entwickler? Gut gemacht. Wir sind Pilger in einem gottlosen Land. Hab ich gerade eine Einheit gesehen. Vielleicht war ich nicht genau genug beim Erkunden. Nochmal besser nochmal schauen. Aha. Ja, servus, ihr Zuni. Die sind uns neutral gesinnt. Das können wir schnell ändern.
aber in Maßen, sag ich immer. Eure Helden sind da! Wir sind bereit, wie Falken herabzustoßen. Ihre Mütter sollen die Beerdigung vorbereiten. Gut, dann schau mal, was sich hier befindet. Achso, eigentlich wollte ich ja noch so einen Dock bauen. Und wüter wie ein Sturm. Okay, hier ist so ein Schatz. Hier ist denn. Ah, hier ist der nächste Eingeborene. Und die sind uns feindlich gesinnt. Wir haben Hunger, aber wir sind startklar, Bruder. Dann sichern wir mal die Front hier. Psst, die dürfen uns nicht hören. Ich sprenge riesige Löcher in ihre Armee. Okay, immerhin gibt's Schiffe als Auswahl. Wow, wir werden Cyborgs lieber. Ich meine, Mann... Ach Gott. Ich meine, Cyborgs, die Leute kämpfen in der Wüste, die hier sind. Da sind Cyborgs perfekt dafür geeignet. Aber Schiffe? Nee, Schiffe weniger. Das ist ein Wüstenvolk. Warum haben die hier mehr Schiffe in der Zukunft zur Auswahl und keine Cyborgs, obwohl... Cyborgs in der Wüste gut sind. Gerade so was Mobilität angeht. Ja, die sind wie Panzer. In der Wüste setzt man ja auch Panzer ein. Für gewöhnlich. Ach, Mann. Unser Mörser ist geladen. Unsere Zähne sind scharf. Da, seht euch mal, wie viele Schiffe wir zur Verfügung haben. Bei einem fucking Wüstenvolk. Und hier... Nur zwei Einheiten. Und die bringt uns nichts, weil... Ja doch, drei Einheiten. Okay, drei Einheiten. Aber hier sind fucking nochmal sieben oder so. Sechs, ja. Wahrscheinlich ist das hier eine Verbesserung. Sprengrennboot. Are you fucking kidding me? In der Zukunft. Rennboot. Oh Gott, ich bin so am Ende mit diesem Let's Play. Aber ich muss in meiner jetzigen Situation muss ich noch das fernöstliche Let's Play machen. Das kann ja was werden. Wieso habe ich jetzt hier ein... Ich habe schon mal einen Dock gebaut. Dann reiße ich es halt ab. Haben wir es jetzt erforscht? Diese äußerst wichtige Technologie mit den Schiffen. Die haben sich bei den Schiffen mehr Mühe gegeben, als sich bei den Landeinheiten, habe ich so das Gefühl. Und nicht einmal bei den Schiffen haben sie sich Mühe gegeben, dass sie sich richtig bewegen, ja? Hauptsache Masse statt Klasse. So. Ich speichere mal. 30 Provinzen, noch 5 Stück. Nahost. Nahost 11L. Machen wir weiter mit der nächsten eingeborenen Schlacht. Hier sind 3, oder? Warte, was ist hier? Hier sind auch 3. Ja gut, machen wir die zuerst, dann haben wir Europa erobert. Eure Helden sind da!
feiert, bis der Arzt kommt. Ihr habt weise gewählt. Mit etwas Glück habe ich bald zwei Laster. Haha, cool. Hier ist mal wieder alles so brutal eng. Ich sorge für Gerechtigkeit. Ein schöner Tag für die Jagd. Ich schwinge eine mächtige Faust. Gut gemacht. Möge das Schlachtfest. Okay, hier ist ein Feind. Folgt mir. Oh, Wurfsperre. Gib mir bloß weg. Keine Wurfsperre mehr, bitte. In die Höhle des Löwen. Warte, ich habe den Phasenpanzer nicht erforscht? Oder muss ich den immer wieder erforschen? Wahrscheinlich, ne? Mich auszuwählen ist ein wirklich kluger Zug. Ihr habt einen Killer angefordert. In die Höhle des Löwen. Mein Ruf eilt mir voraus. Das sind Schätze. Ich sprenge riesige Löcher in ihre Armee. Eine Kellertür. Echt toller Schatz. Ich habe eine Kellertür gefunden. Unser Mörser ist ich bin reich. Unsere Zähne sind scharf. Die greifen uns an. Ihr oh, ist bewacht. Ihr habt einen Killer angefordert. Mein Ruf eilt mir voraus. In die Höhle des Löwen. Ich werde euch Ehre machen. Der Blitz ist unterwegs. Okay, gib mir irgendwo ein Ressourcenfeld. Ihr habt weise gewählt. Hier sind Pilger in das ist kein Ressourcenfeld, das ist ein Feind. Folgt mir! Der Ruhm wird bald uns gehören. Sie heulen wie verängstigte Hunde. Ein schöner Tag für die Jagd. Ich tue alles für unsere Sache. Okay, zwei Feinde sind hier. Okay, das sind die ersten. Wir haben Hunger, aber wir sind startklar, Bruder. Vorsicht jetzt! Nicht so laut! Gut gemacht! Folgt mir. Okay, die kommen von unten. Zum Sieg. Folgt mir. Ich werde euch Ehre machen. Mein Ruf eilt mir voraus. Wir rattern zum Sieg. Ah ja. Hier ist Grenze, hier ist jemand. Oh, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Das Spiel hat mich so zermürbt. Und ich habe noch eine Kampagne vor mir. Ich schwinge eine mächtige Faust. Da habt ihr was zu kauen. Ich sorge für Gerechtigkeit. Die bombardieren uns. Ihr habt einen Kampagne. Die bombardieren uns. Cool. In die Höhle des Löwen. In die Höhle des Löwen.
So, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder besiegen wir sie oder wir schleimen uns bei denen ein. Ich würde sagen, ich greife es jetzt mal an und schau, wie es endet. Ich schätze mal, das schaffen wir schon. In die Höhle des Löwen. Der Ruhm wird bald uns gehören. Möge das Schlachtfest beginnen. Achtung! Die bombardieren uns! Wir sind Pilger in einem gottlosen Land. Da habt ihr was zu kauen. Möge das Schlachtfest beginnen. Also eins sage ich euch, ich freue mich gar nicht auf die fernöstliche Kampagne, die ich jetzt noch machen muss. Weil, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Die Motivation ist so am Boden gerade. Ich suche die Ziele. Weil das ist immer das Gleiche. Ich werde in eurem Namen massiven Schaden verursachen. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr auf immer das gleiche Gameplay. Gut, die Fraktionen unterscheiden sich minimal, aber so ein großer Unterschied ist es jetzt auch nicht. Spürt ihr das? Das ist noch aus Satans. In Fortumgang. In Fortumgang. Zur Hölle mit euch. Der Tod ist eine Nachricht, die ich überbringen kann. Ist der gerade ins Gebäude rein, der Agent? Was kann der Agent eigentlich? Agent, er kann sabotieren, okay. So, er ist abgesandt, er kann auch dienen. Ups, so viel dazu. So, speichern, weil wenn mir das Spiel jetzt abkackt und ich nicht gespeichert habe, dann... dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Na, Osten 11 L. Okay, scheinbar lebt hier noch einer. Nix wie weg, Kumpel. Ja, wir schleimen uns einfach bei den anderen ein. Bam. Gut, dass ich gespeichert habe. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich hab's gewusst. Oh Mann, ey. Aber das ist das, worauf ich mich selber eingestellt habe. Dass das Gameplay irgendwann mal so monoton ist, dass ich einfach nicht mehr reden kann. Ja, dass ich einfach stumm bin. Das ganze Let's Play über, weil einfach nichts passiert. Wenn es immer das Gleiche ist, ja. Das ist wie so eine Lavalampe. Man schaut drauf. Habe ich den richtigen Save gemacht? Warte mal kurz. Am besten 11. Ich habe doch gespeichert, oder? Na, Osten 11 L. Ach da, ich habe mehrere gehabt. Nehmen wir mal den hier. Nee, der ist es nicht. Dann war es der andere.
Ja, aber das ist das, was ich gesagt habe. Dass ich irgendwann mal so gelangweilt bin von dem Spiel, dass ich nichts mehr erzählen kann. Dass irgendwann einfach alles erzählt ist, ja. Weil das Spiel einfach für mich... Ja, ne. Was soll ich dazu sagen, also... Irgendwann hat man halt alles zu dem Spiel gesagt. Man weiß, wie es geht. Man hat alles gesehen. Irgendwann ist halt einfach... Irgendwann ist es halt einfach so... Also, klar, ja. Wir das tägliche Gehen aufs Klo, es ist einfach klar. Toller Vergleich, ja. Oh Mann, hier wieder drei eingeborenen Stämme. Das ist immer das Gleiche, ja. Aber wir haben nur noch, wie viele Provinzen? Vier. Vier Provinzen, dann haben wir es für den Nahen Osten. Und dann kann ich mich mental darauf vorbereiten, den Fernosten zu spielen. Für mich selber. Warte, ich habe keinen Save erstellt von dem Elva? Doch. Also, vier Provinzen. Drei davon Eingeborene. Mumtaz! Nur ihr Tod wird unseren Wert beweisen. Ich werde sie wie Dung zertreten. Je größer sie sind, desto schneller sinken sie. Mittlerweile habe ich gar keinen Nerv, mich hier aufzubauen. Je größer sie sind, desto schneller. Auch wenn das so simpel ist, das Aufbauen, weil ich einfach nur die Provinzen die Gebäude platzieren muss. Aber weil ich das schon tausendmal gemacht habe. Ich tue alles für unsere. Mach's einfach es ist einfach eine Mühe. Einfach eine Mühe. Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Das ist so, als würde man immer das Gleiche machen. Immer und immer wieder. Worauf wartet ihr? Mein Ruf eilt mir voraus. Jetzt hat er den Bau abgebrochen, was zur Folge hat, dass ich es nicht mehr dort platzieren kann, ja. Das heißt, ich muss es jetzt wieder abreißen. Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Ha, das schaffe ich auf einem Bein stehend. Ich werde sie wie Dung zertreten. Ihr habt einen Teufel geweckt. Ich werde sie wie Dung zertreten. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Also eins muss ich euch sagen. Noch nie war ich so sehr gelangweilt bei einem Let's Play wie bei diesem hier. Noch nie hat mir ein Spiel so wenig Freude bereitet wie dieses Spiel hier. Beziehungsweise ein Let's Play. Worauf wartet ihr? Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Und ich habe noch eine Kampagne vor mir. Die fernöstliche Kampagne. Sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Die schwerste Kampagne vor allem. Da bin ich gespannt, wie ich da durchkomme. Ich werde sie wie Dung zertreten. Oder ob ich überhaupt da durchkomme, weil ich bin jetzt schon an meinen Grenzen, obwohl das hier eigentlich nicht schwer ist. Niemand wird sich. Aber es ist halt so langweilig, weil man immer das Gleiche macht und immer die gleichen Probleme hat, weil das Spiel eben Bugs hat, die einfach den Spielspaß. Ihr habt einen Teufel geweckt. So krass absenken. Mumtaz!
Ihr habt weise gewählt. Ich meine, die Idee, die war, ist ja nicht schlecht, so Total War Setting mit Kampagnendinger, wo man sich halt, wo jede Provinz quasi eine Map ist. Das Prinzip finde ich an sich geil, aber warum ist es so schlecht umgesetzt? Weihnachtsgeschäft. Worauf wartet ihr? Ich bewundere eure Führungsqualitäten. Niemand wird sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Ich zermalme eure Knochen mit meinem Blei. Mumtaz! Ich werde sie wie Dung zertreten. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Worauf wartet ihr? Mumtaz! Ich werde sie wie Dung zertreten. Worauf wartet ihr? Niemand wird sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Niemand wird sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Worauf wartet ihr? Zielt das auf die ist Augen. Nicht gut! Möge der Tod euch Trost bringen. Ich kann die Angst riechen. Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Sie werden den Sand messen. Ich glaube, ich stelle gleich auf Walkthrough um, dass ich gar nichts mehr sage. Sie werden den Sand messen. Ich meine, das Spiel erklärt sich mittlerweile von selber. Möge der Tod euch Trost bringen. Zielt auf die Augen. Sie werden den Sand nässen. Ich kann die Angst riechen. Möge der Tod euch Trost bringen. Ich meine, ich habe mittlerweile, ich als Kommentator, hab jetzt alles gesagt, was es eigentlich schon zu sagen gibt über dieses Spiel. Was soll ich denn noch sagen? Ich meine, wir greifen jetzt den Feind an. So wie wir das schon 100 Mal gemacht haben, gefühlt. Sogar kleine Dinge können sehr gefährlich sein. Niemand wird sich da fühle ich mich ein bisschen blöd, ja, dass ich euch das erklären muss, weil ihr seid ja nicht blöd, ja. Ich muss euch das nicht erklären, dass wir jetzt einen Feind angreifen und dass wir klar überlegen sind, also. Möge der Tod euch Trost bringen. Was soll ich da noch sagen? Das ist das, wisst ihr, deswegen ist auch meine Motivation auch, was das Kommentieren angeht, ist auch nicht gerade. Nicht gerade hoch. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so schweigsam, weil ich will euch einfach nicht mit Informationen langweilen, die eigentlich schon offensichtlich sind. Mein Ruf eilt mir voraus. Mumtaz! Ihr habt einen Teufel geweckt. Mumtaz! Möge der Tod euch Trost bringen. Ich werde sie wie Dung zertreten. Niemand wird sich wünschen. Ja, hier ist übrigens wieder der Wasserbug, ja, hier sieht man's. Ihr habt einen ausgezeichneten Geschmack. Zielt auf die Augen. Nochmal speichern. Ihr habt einen Teufel geweckt. Niemand wird sich wünschen, gegen mich zu kämpfen. Ha! Das schaffe ich auf einem Beinstier. Jetzt heißt es eigentlich nur noch eingeborene Bärchen. Mehr ist es nicht mehr.
So, 32 Provinzen, nur noch 3 Provinzen übrig. Und das ist der letzte feindliche Spieler, den wir jetzt besiegen. Sennacherib. Was auch nicht spannend wird, weil der Gegner ist nach wie vor in der Antike. Einen Killer angefordert. Mein Ruf eilt mir voraus. Mein Ruf eilt mir voraus. Finger sind bereit, Nerven gespannt wie Drahtseile. Keine Freiwilligen? Dann lasst Papa mal ran. Gut gemacht! Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit! Ihr habt einen Killer angefordert! Ihr habt einen Killer angefordert! Der Ruhm wird bald uns gehören! Ihr habt einen Killer angefordert! Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Ihr habt einen Killer angefordert. Schwinge eine mächtige Faust! Gut gemacht! Ich raspele eure Haut wie Ziegenkäse! Das Gute ist, mir steht ja persönlich, ich bereite mich persönlich mental noch auf die fernöstliche Kampagne vor, ne? Ich kann das so machen, persönlich, dass ich mich jetzt auf andere Projekte konzentriere. Und zwischenzeitlich ein paar Häppchen mache von der fernöstlichen Kampagne. Aber jetzt kann ich das Spiel aktuell nicht mehr spielen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann's nicht mehr spielen. Ich sorge für Gerechtigkeit. Das ist für mich so ausgelutscht, aber ich habe halt noch vor, die fernöstliche Kampagne zu spielen. Die gibt es auch parallel noch. Also, ihr habt es ja eh schon alles gesehen, fernöstliche Kampagne, wenn ihr das immer wöchentlich gesehen habt, so die Parts. Aber für mich persönlich kann ich die fernöstliche Kampagne nur dann spielen, wenn ich sie in Häppchen. Wenn ich in Häppchen dieses Spiel spiele. Und nicht am Stück. Ich rasple eure Haut wie Ziegenkäse. Weise gewählt. Möge das Schlachtfest beginnen. Gut gemacht. Ihr habt weise gewählt. Schießt, schießt. Wo hab ich denn den Basar hin? Ich hab doch einen Basar gebaut, wo ist denn der? Gut gemacht!
möge das Schlachtfest beginnen. Ui, der hat mir den Onager im Panzer gekillt. Eiskalt. Erdrückt sie, wie es ein Python tut. Ich sprenge riesige. Ach, da ist ein Bazaar, mein Gott. Armee. Gut, dann baue ich halt hier einen Bazaar hin. Ihr habt einen Killer angefordert. Okay, jetzt will er wieder nicht. Jetzt will er auch nicht. Jetzt will er. Ich sorge für Gerechtigkeit. Sie heulen wie verängstigte Hunde. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Ihr habt weise gewählt. Ich raspel eure Haut wie Ziegenkäse. Ihr habt weise gewählt. Ich werde euch Ehre machen. Nur Mut. Ich bin so viel wert wie eine ganze Einheit. Bazaar steht ja immer noch nicht, Alter. Was ist los mit dem? Packen wir das nochmal ein. Die Handelszielgebäude wird zerstört. Die Handelsroute wurde eingestellt. Bitte leiten Sie folgende Einheit um. Hier, da hast du. Was heißt zerstört? Nicht immer so negativ denken. Ich hab's nur umplatziert. Wurde zerstört. Was ist das mit diesen Fake News, ja? Ich donnere und wüte. Alle reden, es ist zerstört. Ja, dabei habe ich es nur umplatziert. Sie sind schwach. Erdrückt sie, wie es ein Python tut. Ihr habt einen Killer angefordert. So, schauen wir mal, wo Senator Cherub ist. Ah ja, da ist sein Gebiet. Mein Ruf eilt mir voraus. Die Mi'kmaq wurden eliminiert. Ist hier noch ein Gebiet? Nee. In die Höhle des Löwen. Okay, das sieht komisch aus, aber hier sieht man voll die Form, wo das Wasser ist und so weiter, ja. Ach Mann. Und da ist nur ein einziges Stadtzentrum, mehr hat er nicht.
Ja, jetzt muss. Achso, wahrscheinlich können wir hier so rüber. Ihr habt weise gewählt. Ich gebe nicht nach. Ich stehe für all das Gute in unserer Sache. Läuft einfach hier rüber und macht dieses Gebäude platt. Ihr habt einen Drachen geweckt. Ich meine, der hat nicht einmal Einheiten dort. Spürt ihr das? Er baut ja nur Basare. Aus irgendeinem Grund. So, was macht die Einheit? Ja, ich habe doch gesagt, die sollte hier rüberlaufen. Was machen die? Die bleiben stehen und laufen irgendwo sonst hin. Aber nicht dort, wo sie eigentlich hin sollen. Klasse. Ich stehe für all das Gute in unserer Sache. Die Einsätze sind zu teuer. Ich will es einfach nur fertig haben. Ich werde euch Ehre machen. Okay, nochmal speichern. Ich donnere und wüte wie ein Sturm. Bringe riesige Löcher in ihre Armee. Dann springen wir ein riesiges Loch in diesen Basar rein, ja. Und danach in dieses Spiel. Ihr habt weise gewählt. Der Ruhm wird bald uns gehören. Gut, nochmal speichern. Ihr habt einen Killer angefordert. Wir rattern zum Sieg. Warten, bis er aufgibt. Neu starten oder auch nicht. Imperium nach Imperium wurde von ihren nahöstlichen Armeen zermalmt. Die einst stolzen Armeen des Westens und des fernen Ostens zittern unter dem Druck ihrer Weltherrschaft. Ja gut, wir haben gewonnen. Dann müssen wir die letzten zwei doch nicht machen, weil wir haben eben alle Feinde besiegt. Ja, das hätten wir schon früher schaffen können, aber nein, Senor Kerb hatte keinen Bock zu sterben. Wir haben es geschafft. Gut, und die zwei.
Ist egal, ja. Ist egal. Wir haben es geschafft und gut ist. So. Keine Lust mehr. Ja, das war's mit dem Nahen Osten. Es geht dann weiter mit dem Fernen Osten oder beziehungsweise Fernen Osten hat ja schon begonnen. Also für mich persönlich, ich muss noch den Fernen Osten machen. Und ja, ansonsten, ich habe doch gesagt in der westlichen Kampagne, dass es noch ein Special gibt. Das gibt's dann beim nächsten Mal. Also, bis dann, euer Janka. Ciao.